So, willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part von Let's Play SMW Hack. Wahrscheinlich der letzte, wenn es nicht noch ein SMW Hack gibt, weil wir haben nur den Hack von Shizufuzu. Ich bin mal gespannt. Shizufuzu mit dem Key. Yoshi, V und 10 Cent. But this title have nothing to do with the level. Jetzt wird schon. Ja. Gut, dann schauen wir mal da rein. 5 Yoshi Coins will end the level. Have fun. Das heißt, ich muss alle 5 Yoshi Coins in einem Level finden. Okay, das ist eigentlich ziemlich cool. Dann haben die Yoshi Coins auch wenigstens einen Nutzen. Und sieht doch schon mal ziemlich gut aus. The Level. Okay, es hat nur ein Level. Alles klar. Die Musik kenne ich, die ist Bombe. Wo ist diese Musik? Kann es sein von Chrono Trigger oder so? Ich glaube von Chrono Trigger. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, wenn ich mich jetzt blamier. Hello, sorry, I'm not home. Because I found 10 Cent. I will find more money. Oh, die Mucke ist so geil. Geile Custom-Mucke. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das von Chrono Trigger ist oder so. Keine Ahnung, The Level. Okay. Alter! Oh mein Gott, sieht das gut aus. Alter! Oh mein Gott! Hey, was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech? Kann ich auf dich spin-jumpen? Ich muss auf ihn spin-jumpen und dann kann ich. Warte mal, das würde ich jetzt. Ich würde gerne sehen, was jetzt hier drin ist. Danach kann ich das als Trampolin benutzen. Wie cool ist das denn? Erinnert an dieses Trampolin von Super Mario 3D World. Das ist ja mal richtig gut. Alter. Okay, ist nur ein One-Up drin. Oh, ich bin sprachlos, meine Freunde. So einen Hack habe ich jetzt nicht erwartet. Achso, ich weiß schon, was ich machen muss. Kann ich den auch mitnehmen? Warte mal, chill. Kann ich den auch mitnehmen? Hallo. Okay, wie komme ich hier durch? Wie komme ich da hoch? Ich kann den nicht mitnehmen, oder? Hey, wie kann ich den denn mitnehmen? Bin ich gerade viel zu blöd dafür, oder? Okay, warte mal. Wir gucken uns das jetzt nochmal ganz genau an. Ich bin, glaube ich, viel zu blöd dafür und ich kann. Alter, das sieht so gut aus. Die Mucke ist auch relativ fresh. Ich glaube, hier ist irgendwas drin, oder? Warte mal, ich habe eine Idee. Kann es damit was auf sich haben? Ja! Okay. Sorry, mein Fehler. Aber das ist jetzt auch fies relativ, also hättest du jetzt nicht wissen können. Naja, gut. Man muss ja auch ein bisschen schlau sein in dem Hack. An sich halt einfach sauschlau sein. Sind aber halt neue Teile da und. Ja, gut. Ich muss auch sogar schnell sein. Weil ich sonst da nicht durchkomme. Alter, das ist relativ challenging. Das Viech ist weggegangen. Kommt das nochmal? Not cool. Chill doch mal deine Base, Mann. Chill. Nein, komm. Nein, ich krieg dich.
Hallo, ich krieg dich. Ach so. Ach so, ich kann ihn stoppen. Wusste ich jetzt auch nicht. Okay, sorry, mein Fehler. Wahrscheinlich kann ich ihn ja auch hier stoppen. Alles klar. Ja, okay. Alter, das Level ist verdammt gut. Also die wurden richtig gut umgesetzt. Und ich muss an sich ja auch hier irgendwie 5 Yoshi-Coins finden, oder? Hallo, was habe ich jetzt falsch gemacht? Alter, richtig guter Hack bis jetzt. Richtig gutes Level-Design und richtig Crank. Also Crank meine ich jetzt richtig gut. What? Blue Screen? Ich dachte schon, Spiel ist abgestürzt irgendwie. Ich keine Ahnung warum. Okay, das sieht auch hier schon mal ziemlich gut aus. Custom Graphics hast du auf jeden Fall drauf, Mann. Muss man dir lassen. Oh, oh, oh. Was war das denn? Eine Sprite Limitation. Nicht schön. Aber ist jetzt auch nicht so krass schlimm. Ich bin, wie gesagt, nicht so einer, der deswegen jetzt rumheult. Weil das Level halt einfach übermäßig gut ist. Und an sich halt viele Leute Vanilla können. Das ist ja kein Thema. Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber sowas hier mit Custom Graphics zu arbeiten und das auch noch ziemlich gut zu verpacken und daraus eine geile Level-Idee zu machen, das kann halt echt nicht jeder. Und Alter. Alter, richtig cool. Okay, wir brauchen. Brauchen wir den Pilz überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Und halt mit den Gegnern irgendwas anfangen zu können, also solche Level thematisch zu bauen. Mit Gegnerprinzipien. Also mit diesem Trampolin zum Beispiel. Das hast, daraus hast du ein ganzes Level gemacht. Was ich an sich. Oh, ich brauche den Pilz. Oder? Nein, was soll denn das? Das ist auch relativ fies hier, die Stelle. Wieder mit dem Trampolin super gebaut. So, hier wahrscheinlich. Was? Wieso falle ich jetzt? Ach, hier komme ich nur als kleinen Mario hoch. Wahrscheinlich nur ein One-Up, oder? Ja. Gut. Dafür falle ich halt meinen Pilz. Naja, der ist mir eh nicht so wichtig. Oh mein Gott. Geile Mucke. Wenn der Levelersteller dieses. Also wenn der Hackersteller das jetzt hier zugucken sollte. Welche Musik ist das denn? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist das von Chrono Trigger oder so? Bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe ja Chrono Trigger mal gespielt. Aber nicht. Okay, wobei relativ weit eigentlich schon. Blind mal. Offscreen. Also ich habe in meiner LPR-Karriere auch mal Spiele nebenbei gespielt und Chrono Trigger war eines davon. Aber ich habe irgendwie dann nie wieder das angefasst. Ich habe 4 Stunden oder 5 Stunden das Spiel gespielt und dann nie wieder angefasst irgendwie. Verstehe ich selber nicht wieso. Liegt halt wahrscheinlich an der Motivation. Wenn ich halt nicht LP, dann habe ich nicht so die Motivation, ein Spiel durchzuspielen. So, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich mit dem Feuerbruder, oder? Komm her! Was haben die denn für Hitboxen? Ey! Not cool! Yeah! Komm her! Jetzt werde ich mit einer Feuerblume konfrontiert. Komm her! Pisser! Pissnäge! Okay, hier ist aber nichts. Okay, naja. Alter! Das sieht aber auch richtig geil aus, Galaxy-mäßig. Finde ich richtig geil, Universal. Und oh mein Gott, das ist ein Birdo! Ich wusste gar nicht, dass man ein Birdo auch hier machen kann. Ich war lange nicht mehr in der SMW-Hacking-Branche tätig, Freunde. Deswegen weiß ich sowas gar nicht. Ach, verpiss dich! Ah, verpiss dich! Aber der Hack ist verdammt gut, also von allen anderen Hacks her ist das bis jetzt am besten. Und Alter, ich sehe gerade, warte mal, ich sehe auch gerade kein HUID da oben. Also diese Anzeige da, Lebenanzeige und so weiter, das ist alles weg. Das heißt, wir haben mehr Sicht und die werden halt immer eingeblendet, wenn man eins sammelt, oder? Kann es sein? Also wenn ich eine Münze einsammle, dann wird es kurz mal eingeblendet und dann sehe ich, wie viele Münzen ich habe. Relativ geil, Alter. Das ist Bombe. So, Alter. Was sind das für ein Viech gewesen da unten? Was sind das für Viecher? Maulwurf mit TNT? What the fuck? Was ist mit dir falsch? Ich brauche hier wieder einen Schlüssel. Wo kriege ich einen Schlüssel? What the fuck? Wo kriege ich einen Schlüssel her? What the fuck?
Schmeißt einer von denen Schlüssel her oder so? Komme ich überhaupt hoch? Wie komme ich da hoch? Darf ich nicht berühren? Wie komme ich da hoch? Vielleicht muss ich auch einfach nur alle besiegen, kann das sein? Ich würde besiegen. Let's go. Motherfucker. Viel zu blöd dafür. So, komm her. Ach so, da ist der Schlüssel. Bin ich blöd. Okay. Sehen jetzt. Jetzt mach's doch. Was mach ich da für eine Kacke? Jetzt geht er durch. Oh mein Gott, Alter. Das Level ist sogar ziemlich lang. Oh mein Gott. Wahrscheinlich hat er einfach nur mehrere Level in einem geklatscht. Ist ja auch, finde ich, auch ziemlich cool. Finde ich auch immer besser so eigentlich zum Zeigen, so für Let's Play USMB zum Beispiel. Finde ich ja nicht besser so. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er auch bei Emero, also bei der Emero abgeliefert hat. Das kann ja auch sein, weil da stand der Dill-Level und der spielt halt nur ein Level. Kann ja sein, deswegen. Wir kommen jetzt, glaube ich, hier weiter, ne? Na! Pissnäge! So. Blub. Blub, blub, blub. Ich will da hoch. Muss ich überhaupt hier... Oh, Mann, was soll denn das? Kack, Feuerbruder. Ich hasse diese Viecher. Aber ich muss ja gar nicht... Wo muss ich denn lang? Ach so, bin ich blöd. Ja, okay, macht Sinn. Gut. Ich kann mir an den Kopf hauen. So, jetzt sind wir wieder hier an dem geilen Ort. Und... kommen hier raus. Ach so! Jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich muss ich hier rein. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke schon. Nee, oder? Da war ich doch schon, oder? Nee. Nee, war ich nicht. Okay, doch war ich schon. Ach so, ich muss ja... Bin ich blöd. Jetzt muss ich hier hoch wahrscheinlich. Oh mein Gott, das ist fies. Wie mache ich das? Okay, so. So, das kleine Problem gelöst. Zack, bin ich hier. Matsch, matsch, matsch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich brauche noch einen Schlüssel. Kann es sein, dass es hier oben ist, irgendwas? Nee, hier ist nur ein Schlüssel. Nee, da ist nur ein kleines One-Up. Wo kriege ich hier noch einen Schlüssel her? Was mache ich da für ein Bullshit? Wo ist hier der Schlüssel? Das ist auch ein kleines Puzzle-Level sogar schon. Oder ich bin echt nicht... Ich bin irgendwie viel zu blöd dafür, oder? Kann das sein? Achso, hier wahrscheinlich oben irgendwas. Na, wie komme ich da hoch? Oder warte mal. Muss ich groß sein irgendwie? Ich check's nicht gerade. Ja, liegt wie gesagt an mir. Wo kriege ich hier einen Schlüssel? Oh. Das ist fies. Okay, dann lass doch an mir gelegen. Doch an dir gelegen. Das ist fies, das weißt du halt nicht. Wobei, eigentlich schon. Gut. Ja, ich bin viel zu blöd. Man sieht, dass es hier ein bisschen heller ist. Also das Teil ist hier heller als dieses hier. Und da kann man halt durchgehen. Und bei den
Dunkleren kann man halt nicht durchgehen. Ja gut. Soll ich durch die Tür gehen? Ey, cool. Aber ich will kurz sehen, was da noch ist. Und voilà, okay. Okay, wir müssen also hier noch lang. Ey, das sieht gut designt aus. Also, relativ geil. Props. Und jetzt kommen Credits. Oh, cool. Okay, da haben sogar viel mehr noch mitgearbeitet. Gamma V, den kenne ich, glaube ich, sogar. Der hat sogar viele Hacks gemacht, eigentlich. Also, viele Hacks designt, glaube ich. Und dann sichert er auch halt so viel. Und die Credits finde ich eigentlich ziemlich geil. Also, der Hintergrund ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und die Mucke ist auch wie immer geil. Deckard's Musik kann halt nichts übertreffen. Ist halt immer geil. Concerno Credits oder wie das heißt. Ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß. Die Mucke. Die ist halt immer geil. Deckard's 1 Mucke ist immer nice. Und an sich, das mit dem HUD, das ist einfach so Bombe, Mann. Man sieht da einfach alles. Das ist super. Wie ihr seht, nur die Münzen werden jetzt angezeigt, wenn man eine Münze bekommt. Das ist so Bombe, seht ihr? Das habt ihr so viel Platz und Sicht. Und jetzt seht ihr nur eure Lebensanzeige, wenn ihr einen One-Up bekommt. Das ist so nice. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Okay, war es das mit dem Level oder was will er mir jetzt damit sagen? Ich glaube, das ist das Ende. Okay, also ich würde sagen, richtig gut designtes Level. Also, oh mein Gott, das hat sogar den ersten Hack übertroffen, Alter. What the fuck? Und ich dachte, der erste Hack ist schon der beste. Aber da täuscht man sich und da denkt man sich halt auch, wie immer, das Beste kommt zum Schluss, meine Freunde. So passt das auch. So ist das jetzt auch wirklich gewesen. Auf jeden Fall. Sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder, wenn jemand wieder ein SMW-Hack hier einsendet. Ihr könnt ja, wie gesagt, immer noch einen zweiten Hack einsenden. Ach du, Schizofuzo, du kannst auch einen zweiten Hack wieder einsenden, wenn du willst. Vor allem du, weil du halt den besten Hack bis jetzt hattest. Richtig krass und richtig geil. Auf jeden Fall, das war's mit Let's Play SMW-Hack für heute. Hoffen wir mal, dass wir noch einen SMW-Hack bekommen oder mehrere. Dann gibt es noch mehr Folgen. Auf jeden Fall haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Board. Hoffe ich mal.